stattfindet ein Konzert vom 21st Century Symphony Orchester gerade hier hinter mir in der Royal Albert Hall. Das ist eines der bedeutendsten Konzerthäuser der ganzen Welt und ein Ort, wo nur die Besten von den Besten auf die Bühne dürfen. Für den Eric Clapton zum Beispiel ist die Royal Albert Hall so etwas wie sein zweites Wohnzimmer. Über 200 Mal ist er dort schon auf der Bühne gestanden. Und diese Galerie im Foyer beweist eindrücklich, wie viel Musikgeschichte in der Royal Albert Hall schon geschrieben worden ist. Der Pirmin Zengerle, Geschäftsführer vom 21st Century Symphony Orchestra, ist stolz, dass sie an so einem ehrwürdigen Ort auftreten. Es bringt sicher mal gute Aufmerksamkeit, also man hört von uns. Oder? Das Programm von der Royal Albert Hall wird natürlich von vielen Veranstaltern auf der Welt studiert. Und es bringt uns in dem Sinn einfach eine gute Adresse in unsere Orchestergeschichte hinein, wo man sagen kann, wir haben einen Stellenwert und eine Qualität erreicht, die uns eben auch eine Einladung in so eine Halle einbringen tut. Die Royal Albert Hall gehört zu einer nationalen Gedenkstätte. Königin Victoria hat sie 1871 zu Ehren von ihrem verstorbenen Mann, dem Prinz Albert, eröffnet. Noch imposanter sieht das Konzerthaus von innen aus. Der Bau ist einem römischen Amphitheater nachempfunden. Platz haben beim Orchesterkonzert 5'000 Zuschauer. Das 21st Century Symphony Orchestra spielt auf Einladung in der Royal Albert Hall. Und das schon zum dritten Mal. Die Eventdirektorin Lucy Noble hat nie Angst gehabt, dass sie auf dem Ticket hocken bleibt, weil sich in London niemand für ein Orchester aus Luzern interessiert. Nein, ich hatte immer volles Vertrauen ins Orchester, weil es einfach fantastisch ist. Auch Konzerte, die bis jetzt in der Royal Albert Hall gespielt hat, waren ein voller Erfolg. Und Tickets für die Vorstellungen sind auch das Mal weg wie warme Weckli. Für die 5 Konzerte werden in der Royal Albert Hall über 20'000 Zuschauer erwartet.